Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Datenbanksysteme bei hochsommerlichen Temperaturen. Aber da müssen wir jetzt durch. Ja, wir sind inzwischen bei Kapitel 10 angelangt. Nochmal kurz, was bisher geschah. Wir haben ja in dieser Veranstaltung gelernt, den Teil der Realwelt, der uns interessiert, zu modellieren mit den entsprechenden Formalismen. Daraus ist dann ein relationales Datenmodell entstanden, viele Tabellen mit Entity-Typen und Beziehungen. Und dann haben wir Anfragen gerichtet an diese Datenbank, zunächst mal so ganz sauber formuliert mit der Relationalgebra und dem Relationkalkül. Und dann haben wir SQL kennengelernt, was ja schon eher so ein bisschen an eine kleine Programmiersprache erinnert. Und dann haben Sie ja letzte Woche von Herrn Gieseking nochmal gesehen, dass SQL bei weitem nicht das letzte Wort sein muss. Wenn wir die Tabellen jetzt verallgemeinern und wir also beliebig strukturierte Dokumente haben, die man so hierarchisch in einem Baum anordnen kann, dann bedeutet also Anfragen an eine Datenbank das Navigieren in einem Baum und das Auswählen von Teilbäumen und das Auswerten von Prädikaten und so weiter. Ja, das heißt also, dieses XML-Kapitel war ja so ein kleiner Schlenker, der zeigen soll, dass dieses relativ simple und übersichtliche Abfragen in Tabellen dann nicht mehr ausreicht, wenn die Dokumente komplexer strukturiert sind. So, wir wollen aber jetzt wieder zurück zu unserem SQL. Aber wir möchten jetzt in den nächsten 3 Wochen das SQL im Einsatz mit einer Programmiersprache sehen. Also ich glaube, es leuchtet ja allen ein, dass uns nicht geholfen ist, wenn wir immer so ein kleines Textfenster haben, wo wir irgendwie so Select bla 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 von bla 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 eintippen, sondern wir möchten natürlich eine richtige Datenbankanwendung schreiben. Und das bedeutet, dass wir in einer Programmiersprache, in der wir uns zu Hause fühlen, zusätzliche Kommandos noch einbauen, die dann eine Query gegen die Datenbank absetzen. Ja, das heißt, diese zusätzlichen Kommandos, das werden dann SQL-Kommandos sein, aber wir brauchen natürlich irgendwie so einen gewissen Formalismus drumherum, der uns praktisch erlaubt, in einer Sprache, die ja normalerweise keine Datenbank Kommandos hat, dass wir da jetzt SQL-Befehle absetzen können. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass so eine das Ergebnis einer SQL-Query ja meistens so eine Menge ist. Und diese Menge, die müssen wir, und die kann natürlich auch recht groß werden, und diese Menge, die müssen wir dann innerhalb unserer Programmiersprache so abarbeiten. Das heißt, daraus muss irgendwie eine Ausgabe gebaut werden, die ja in unsere Anwendung reinpasst. So, und da gibt es jetzt also eine Unmenge an Techniken, die wir jetzt hier alle mal ansprechen, bis Ihnen schwindelig wird und es Ihnen an den Ohren wieder rauskommt. Aber ich glaube, da geht auch kein Weg dran vorbei, dass man in einer Veranstaltung Datenbanksysteme sich auch mal richtig intensiv um die Praxis kümmert. Ja, und natürlich können Sie diese Dinge auch nicht alle auswendig behalten, aber ich glaube, es hilft einem, das haben die Alumni immer bestätigt, wenn man später mal tatsächlich mit Datenbanken zu tun hat, dann nimmt man wieder sein Übungsblatt raus von damals und guckt nochmal nach, wie haben wir das denn da eigentlich programmiert. Also ich fange an so mit dem Klassiker, unserem Erzfeind Microsoft. Da gibt es also Access, ein relationales Datenbanksystem, welches zunächst mal so als Standalone-System installiert werden kann und betrieben werden kann. Das heißt also, völlig ohne Netz und völlig ohne Datenbankserver können Sie in Microsoft Access Ihre eigene Datenbank auf Ihrem Rechner erstellen, Tabellen mit Leben füllen und auch Queries absetzen. Alles komplett so WYSIWYG-mäßig, das heißt, Sie klicken sich Ihre Tabellen zusammen und Sie klicken sich auch Ihre Queries zusammen. Sie müssen gar kein SQL können, sondern die einfacheren Queries lassen sich so intuitiv zusammenstöpseln. Sie können aber auch, und das werden wir auch tun, Microsoft Access benutzen als Frontend
zu einer relationalen Datenbank, die irgendwo im Netz liegt. Ja, Frontend bedeutet, die Tabellen existieren jetzt nicht in Access, sondern in Access sind die nur verknüpft. Sie beziehen sich einfach auf die Datenbank, die hier auf dem DBS-Server liegt, in der Informatik, und können dann mit den Access-Tools die Queries absetzen und die Ausgaben sich anschauen. So, danach geht es um Embedded SQL. Das ist so ein Begriff, wie der Name ja schon sagt, sind hier die SQL-Statements in eine Programmiersprache eingebettet. Und wir fangen da an, mal mit dem Klassiker, das ist das Einbetten in C. Ja, auch wenn das jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung nicht bis zum Anschlag geübt werden soll, aber sehr viele Datenbanksysteme sind eben eingebettetes SQL in C, und einbetten heißt hier, dass Sie ein normales C-Programm nehmen und da mit so einem Lattenzaun gewisse SQL-Befehle einbetten, und es gibt einen Precompiler, der sozusagen dieses etwas sonderbar aussehende C-Programm einmal durchgeht und daraus konventionelles C macht. Ja, das heißt also, Sie haben praktisch die Möglichkeit, durch diesen Lattenzaun, ich zeige da gleich Beispiele zu, in Ihr C-Programm die SQL-Befehle einzubauen, und die werden einfach in C übersetzt und dann abgearbeitet. Ja, JDBC, Java Database Connection, wäre das nächste Konzept. Da haben Sie also ein Java-Programm und Sie haben einige Klassen, die Sie zusätzlich benutzen können, die Sie bisher vermutlich noch nicht benutzt haben. Das sind Klassen, die Ihnen also erlauben, SQL-Queries abzusetzen. So, damit jetzt Ihr Java-Programm übersetzt werden kann, brauchen Sie diese Klassen. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Wir haben ja in Algorithmen auch immer mal wieder Pakete dazu gebunden, die jetzt einfach von Nutzen waren. Aber Sie brauchen natürlich jetzt noch einen sogenannten Datenbanktreiber, der nämlich die Verbindung herstellt zwischen dem Java-Programm und der jeweiligen Datenbank. Ja, das heißt also, wir brauchen dann einen Treiber, der speziell für unseren MySQL-Datenbank-Server funktioniert und der sozusagen die Befehle, die Sie in Java absetzen, also die SQL-Befehle, in das proprietäre Netzwerkprotokoll übersetzt, was für die MySQL-Datenbank erforderlich ist. Eine JDBC-Application wäre zunächst mal etwas, was so standalone im Terminal läuft, ja? Also so, wie wir das in Algorithmen gemacht haben. So, diese Idee von dem Embedded SQL, die gibt es auch bei Java, das nennt sich dann SQLJ. Da nehmen Sie ein Java-Programm und setzen da an gewissen Stellen auch entsprechend markiert wieder SQL-Befehle rein, und ein Präprozessor nimmt dieses etwas verunstaltete Java-Programm, was ja jetzt kein korrektes Java ist, und übersetzt das in ein Java-Programm. Und wenn dann wieder der entsprechende Datenbanktreiber vorhanden ist, können Sie jetzt dieses übersetzte Java-Programm übersetzen und wieder ausführen. Ja. Dann wollte ich auch mal eine Viertelstunde lang präsentieren, die Datenbank des kleinen Mannes. Das ist SQLite. Oder SQLite, das ist eine Datenbank, die nur ein User erlaubt und die eben einfach in dem Verzeichnis liegt, in dem Ihr Java-Programm läuft. Sie können von einem Java-Programm aus diese SQLite-Datenbank ansprechen, Sie können sie beschreiben, Sie können sie lesen. Das ist die kleinste und ich glaube auch meisten verbreitete Datenbank auf der Welt, weil sie auch zum Beispiel in so iPhones und Android-Handys zum Einsatz kommt. Extrem klein, extrem schnell, aber lässt eben keinen Multi-User zu, ist aber auch für viele Fälle ja gar nicht erforderlich und lässt sich also in wenigen Millisekunden von Ihrem Java-Programm aus kreieren, mit Daten füllen, auslesen und wieder abräumen. So, und SQLite ist in C geschrieben, ist von daher extrem schnell. Und dann gibt es hier noch so ein Gegenstück dazu, das ist HSQLDB. Das ist vollständig in Java geschrieben und harmoniert also dann natürlich optimal mit einem Java-Programm. Auch hier Single User,
liegt einfach als eine Datei in Ihrem Verzeichnis, können Sie Daten reinschreiben und wieder auslesen. Ja, das, wenn Sie jetzt praktisch so nicht wollen oder auch nicht müssen, dass Ihre Datenbank im Netz erreichbar ist, dann sind diese Datenbanken geeignet, wenn Sie Ihre eigene MP3-Sammlung kreieren wollen und Sie wollen sie jetzt nicht über einen Webbrowser ansprechen, dann wären das die Datenbanken der Wahl. So, JDBC hatte ich ja gerade gesagt, Java plus die Klassen, um eine Datenbank anzusprechen, lassen sich natürlich auch immer wieder gerne mit einem Applet verwenden. Ein Applet ist ja ein Stückchen Java, was auf dem Server liegt. Das heißt, wenn wir das Applet formuliert haben und da drin sind jetzt die Java-Klassen, die die Datenbank ansprechen, dann können wir jetzt dieses Applet vom Server runterladen in unserem Browser. Was brauchen wir dann sonst noch? Wer jetzt aufgepasst hat, müsste das jetzt beantworten können, damit dieses Applet jetzt im Browser funktionieren kann. Wir brauchen jetzt den Treiber für die Datenbank. Die muss natürlich jetzt auf dem Server liegen, von dem das Applet kommt. Ja, das ist eine Sicherheitseinschränkung, dass das Applet vom selben Rechner kommen muss, wie auf dem auch die Datenbank liegt. Und auf dem Rechner liegt eben auch der Treiber, um mit dieser Datenbank zu reden. Das heißt also, auf der Webseite, wo Sie den Code vom Applet holen, liegt auch der Code für den Treiber. Beides laden Sie in Ihren Rechner und können loslegen. So ein Applet ist ja jetzt so ein bisschen, das liegt auf dem Server, wird aber geholt in den Browser und wird im Browser ausgeführt. So, der nächste Schritt wäre dann ein sogenanntes Java Servlet. Ich weiß nicht, haben Sie das bei Frau Pulvermüller in InfoB schon gemacht? Okay, dann lernen Sie es hier kennen. Ein Servlet ist jetzt ein Java-Programm, was auf dem Server liegt, was auch auf dem Server ausgeführt wird. Und was als Ausgabe HTML produziert. Das heißt, das Servlet rennt los, macht einige JDBC-Anfragen an die Datenbank, bastelt HTML-Kommandos zusammen, also so wie eine HTML-Seite eben aussieht, und baut in diese HTML-Kommandos die Antworten von der Datenbank-Query mit rein. Und schickt dann die fertige HTML-Seite an den Webbrowser und der Webbrowser stellt es dann da und kann dann, sagen wir mal, die Tabelle mit den Professoren und ihre Lehrbelastung zeigen. Ja, das Hässliche an dem Java-Servlet ist, dass Sie jetzt praktisch in diesem Java-Programm die Anfragen an die Datenbank formulieren und Java-Methoden aufrufen und zwischendurch müssen Sie immer noch so ein Print-P oder ein Print-Table machen, um ja das HTML zu generieren, was erforderlich ist, damit das Ganze hinterher hübsch aussieht. Ja? So, damit das so ein bisschen behoben werden kann, gibt es dann eine Technik, die nennt sich Java Server Pages. Da ist das so, da schreiben Sie nicht ein Java-Programm, was HTML produziert, sondern Sie formulieren eine HTML-Seite und in der HTML-Seite dürfen Sie Aufrufe mit Java gegen die Datenbank einstreuen. Das heißt, Sie können insbesondere einen HTML-Editor benutzen, wenn Sie jetzt das Layout der HTML-Seite gestalten wollen. Und dazwischen sind also eingestreut die Java-Methoden, mit der Sie die Datenbank anbaggern. Ja, und das Ganze macht unser Tomcat-Server und bastelt daraus nämlich wieder ein Servlet und fährt dann die Servlet ab, was wir ja gerade schon vorher gesehen haben. So, dann käme noch PHP, ja, eine Skriptsprache, die jetzt nichts mit Java zu tun hat, die einfach auf dem Server ausgeführt wird und PHP hat von Hause aus, oder wenn ein gewisses Modul dazu gebunden ist, kann eben auch Queries gegen die Datenbank absetzen. Das heißt, da muss dann auch wieder der entsprechende Treiber auf dem Server liegen und dann können Sie einfach in Ihrer Webseite dieses PHP-Skript abfahren, suchen sich mit den Queries die Antworten aus der Datenbank und das PHP schickt als Ergebnis eine HTML-Seite an den Klienten und da können Sie es dann ansehen. So, und wenn Sie dann das Gefühl haben, das ist ja alles also doch sehr unübersichtlich und ich kann die ganzen Sachen ja gar nicht auseinanderhalten, dann kommt Auftritt Ruby on Rails, ja, eine Technik,
vor einigen Jahren noch mehr was so für die Eingeweihten, aber inzwischen auf dem Vormarsch und hat einen großen Siegeszug, glaube ich, noch vor sich. Eine Technik, wo angeblich, müssen Sie dann selbst beurteilen, alles unendlich viel einfacher wird.